eine Korsetttherapie reiht sich in eine Stufentherapie der Skoliose ein. Sie beginnt mit der Beobachtung, geht über die Physiotherapie, erst dann zur Korsetttherapie. Die Korsetttherapie wird für jeden Patienten speziell durchgeführt, angefertigt und radiologisch kontrolliert. Sollten diese dreistufige Therapie nicht das gewünschte Ergebnis zeigen, dann erst kommt leider dann die operative Therapie in Frage.